بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, ich wollte kurz etwas zu dem Anschlag von Boston sagen. Wie wir gehört haben, sind dort einige Menschen ums Leben gekommen, sehr viele verletzt worden bei einem Marathon. Und es wurde jetzt gesagt, dass das wohl angeblich zwei Brüder aus den ehemaligen Sowjetstaaten gewesen sind, dass das zwei Muslime. So wird es momentan in den Medien vermarktet. Und wir haben schon vorher gedacht, dass sie bestimmt irgendwie jemanden finden werden, dem sie es in die Schuhe schieben. Normalerweise ist es ja immer so, damals haben sie den Fehler gemacht beim 11. September, da wussten sie schon, bevor das Gebäude eingestürzt war, wussten sie schon, wer der angebliche Täter gewesen ist, so ungefähr, ja. Und deswegen haben sie diesmal erstmal ein paar Tage gewartet, ja, damit sie nicht ganz so unglaubwürdig sind, bis sie dann mit ihren angeblichen Tätern vorgekommen sind. Erstmal die Frage ist, was soll es einem Muslim bringen? Deswegen, man muss einfach Zweifel haben an der Geschichte, dass da wirklich Muslime hinterstecken. Es kann jeder gewesen sein. Ja? Es kann auch ein einfacher Psychopath gewesen sein, der Leute umbringen wollte. Es können die verschiedensten Gruppen gewesen sein, Rechtsradikale etc. Es kann alles Mögliche gewesen sein. Aber wer hat am wenigsten von einem Terroranschlag? Wer hat am wenigsten? Die Leute, die am wenigsten davon haben, dass ein 8-jähriger Junge ums Leben kommt oder dass ein Marathon angegriffen wird, ein völlig friedliches Fest, sind die Muslime. Sind die Muslime. Die Muslime sind diejenigen, die am wenigsten davon haben, sondern ganz im Gegenteil, momentan gibt es diese Hetze überall, nicht nur hier, auch in Amerika, da gibt es halt andere Namen, die diese Hetze anführen, unter anderem ein gewisser Robert Spencer beispielsweise. Ja. Und diese Hetze stört die Dawa, stört die Muslime, schränkt die Muslime ein. Und natürlich, in Amerika hat man natürlich wesentlich mehr Rechte als in Deutschland, ja, oder in Frankreich oder in Belgien, aber man schränkt dadurch Rechte ein. Man schränkt dadurch die Dauer ein und im Endeffekt bringt es niemandem etwas. Das heißt, ein Muslim hat nichts dadurch. Und deswegen muss man einfach, da das Motiv gar nicht vorhanden ist, sondern ganz im Gegenteil, das Motiv dagegen spricht, muss man auch sagen, dass das falsch ist. Natürlich, jetzt wird ein Islamhasser kommen und der Islamhasser sagen, ja, steht denn nicht im Koran geschrieben? Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Ja, tötet die Götzendiener, wo immer sie findet, suchen ganz am Anfang. Nun, dann sagen wir zu diesem Hasser, lies mal ein paar Verse weiter, was dann kommt. Ein paar Verse weiter liest du dann. Und wenn einer, der Mushrikun, ja, bei dir sozusagen eine Art von Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Und dann danach, das heißt, selbst wenn er Islam nicht angenommen hat, dann bring ihn an einen Ort der Sicherheit dieses, weil sie ein Volk sind, das nicht weiß, die ungefähre Übersetzung. Das heißt, bitte den Kontext lesen. Erstens, den textlichen Kontext lesen für die Islamhasser, die den Menschen erzählen wollen, die Muslime wollen hier jeden massakrieren. Und zweitens, den historischen Kontext lesen. Es wird mal so, ey, ihr seid doch die Salafisten, es gibt doch keine Interpretation. Das ist dann das doofe Argument, was als nächstes. Ey, ihr seid doch Salafisten, es gibt keine. Ist Quatsch. Wer hat das erzählt? Haben wir das gesagt? Haben wir gesagt, dass man den Koran nicht interpretieren darf? Haben wir nie gesagt. Sondern wir haben gesagt, man muss ihn richtig interpretieren und nicht nach eigenem Gutdünken interpretieren. Und eigenes Gutdünken bzw. eigenes Wunschdenken interpretieren, ist das, was die Islamhasser machen. Das heißt, eine Wunschinterpretation ist, ja, ich nehme einen Vers, völlig isoliert von allen anderen Versen, und sage dann hier, guck mal, dieser Vers ist der Beweis, dass die Muslime alle Menschen töten sollen. Punkt. Nee, ohne dabei den historischen Kontext zu beachten, ohne dabei den textlichen Kontext zu beachten, das ist eine Interpretation, die falsch ist, wo wir sagen, hey, du musst dich an die Worte halten, an den Koran halten,
Wortwörtlich, ja, was heißt wortwörtlich? Wortwörtlich heißt, du musst auch gucken, was da vorkommt und du musst auch gucken, wie es gemeint ist. Ganz klarer Fall. So, das heißt, wir als Muslime, wir müssen an diesem Schwachsinn zweifeln, mindestens zweifeln. Es gibt leider einige Muslime, die vielleicht einige ganz wenige, die denken, damit könnten sie irgendetwas erreichen. Aber wir sehen hier ganz einfach, dass es sehr fragwürdig ist, dass das Muslime getan haben, sondern die Muslime haben da gar nichts von. Die am meisten was davon haben, sind die Islamhasser, die ihre Hetze weiter verbreiten. Und es kann auch sein, denen muss man alles zutrauen. Denen muss man alles zutrauen. Man braucht sich nur die Internetforen wie PD News anzugucken. Man braucht sich nur mal die Kommentare durchlesen, was dort steht, was in den YouTube-Videos steht, was dort teilweise für Kommentare gebracht werden. Das heißt, wir haben es mit Leuten zu tun, die einen Anders Breivik feiern, der Leute umgebracht hat. Ja, wie zum Beispiel, man braucht sich nur YouTube die ganzen Videos anzugucken. Und dann weiß man, wo man dran ist. Und solche Leute wie ein Anders Breivik, ja, oder wie beispielsweise diese ganzen Islamhasser in Deutschland. Das sind die, die am meisten hätten von so einem Terroranschlag. Und die sind teilweise bereit, über Leichen zu gehen. Für uns ist Fakt, sowas ist eine falsche Tat. Ja, aus islamischer Sicht sowieso. Ja, man kann nicht irgendwie einen 8-jährigen Jungen umbringen. Da wird auch keiner widersprechen. Keiner. Keinen Gelehrter wird dir erzählen, du kannst einen 8-jährigen Jungen nehmen, kannst ihn einfach mal abschlachten. Keiner. Also ich habe es zumindest so in dieser Form nie gehört. Ja, wie gesagt, man muss aufpassen, man muss, wie gesagt, ich habe auch schon ein Video, wo ich ausführlich über die Sache rede, damit es kein Missverständnis in diesem Bereich gibt. Jedenfalls eins ist Fakt, liebe Geschwister im Islam, es gibt ja angeblich auch Leute in Deutschland, wie zum Beispiel das, was in Bonn passiert ist, obwohl ich da auch davon ausgehe, dass sich da selber einer ein Ei gelegt hat und dass die Muslime in die Schuhe zu schieben. Aber wie gesagt, falls es Brüder gibt, die solche Ideen haben sollten, falls es die gibt, ja, die denken, sie könnten damit etwas Positives für den Islam bewirken, ich sage euch eins, Brüder, tut mir einen Gefallen, lasst eure Finger weg von diesen Sachen. Ja, Bombe auf dem Schulhof, Bombe im Bahnhof, Bombe dies, Bombe das. Lasst eure Finger weg. Glaubt es mir, ich meine es gut mit euch. Falls es Brüder gibt, die diese Ideen haben, das wird uns nicht weiterbringen. Das wird uns nur schaden. Ja, ich will mich hier nicht bei irgendjemandem einschleimen. Das bringt sowieso nichts. Im Gegenteil, die sind ja nachher, jetzt wo ich das hier rede, hier, die sind dann noch mehr sauer auf mich als vorher. Das ist ja auch ein Zeichen für mich, dass das keine Muslime gewesen sind. Weil jedes Mal, guck mal, ich gebe euch einen anderen Beweis dafür. Ich habe bestimmt, in bestimmt 50 Vorträgen gegen Terrorismus geredet. Wenn diese Leute, die Medien, die erzählen, die Islamhasser, die erzählen, Pierre Vogel hat Einfluss auf jugendliche Muslime. Jetzt die Frage, warum haben sie dann nicht ein einziges Mal ohne irgendwie die Fakten zu verdrehen, in den Medien gesagt, weil sie wollen ja, dass wir die Jugendlichen positiv beeinflussen. Hier, das ist euer Pierre Vogel, der ja angeblich Einfluss hat auf viele Jugendliche, der ist dagegen. Warum nicht? Warum immer, ja, öffentlich distanziert er sich von Gewalt. Warum? Ja, weil die es gerne hätten, dass irgendjemand in Deutschland die Bombe hochgehen lässt. Da sind die richtig heiß drauf. Und deswegen, wir dürfen diesen Leuten diesen Gefallen nicht tun. Die Dauer läuft momentan super. 900 sozusagen sogenannte Missionare sind sie am Beobachten. Das heißt, die Koran verteilen, die Broschüren verteilen, die Street-Dawah machen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Brüder, es geht weiter. Gefährdet die Sicherheit, die wir in Deutschland haben, nicht mit solchen Taten. Gefährdet es nicht. Wenn jemand diese Ideen haben sollte, wirklich, ich sage ihm das als Bruder, weil du bist mein Bruder. Auch wenn du diese Ideen hast, du bist mein Bruder. Ich sage das als Bruder, das wird uns keinen Millimeter vorwärts bringen. So, ganz im Gegenteil, ich kann
nur erwarten, dass uns das nach hinten bringt. Und wie gesagt, ich denke, dass die Leute, die diese Ideen haben, dass ich sie nicht davon überzeugen kann, dass es Haram ist. Wobei ich der Überzeugung bin, dass solche Taten nicht erlaubt sind im Islam. Aber ich kann euch nur sagen, das wird nur Schaden bringen. Deswegen lasst die Finger davon. Bewegt euch in dem Rahmen, den ihr in Deutschland habt, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Ihr könnt so viel machen für den Islam, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Ihr könnt Leute zum Islam einladen. In Deutschland ist ein Land der Dauer. Die Leute einzuladen, die Leute den Islam weiterbringen und macht weiter, 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 weiter. Und Ali ist da, waren 59 Jahre Dauer gemacht. Wir werden sehen, es wird inshallah immer besser werden für uns. Immer besser. Und mit besser kann es auch schwieriger werden. Also nicht, dass ihr es falsch versteht. Besser heißt nicht, dass man weniger bekämpft wird. Aber Fakt ist, wir müssen auf diesen Weg gehen. Das ist meine Überzeugung. Ich wollte keinen angreifen, außer die Medien, weil die sowieso immer nur Lügen erzählen. Und ihr habt es auch damals gesehen. Es wird so viel Stuss gelabert. Wie damals in Mönchengladbach. Wir okkupieren den Marktplatz. Erstmal, wir haben eine Genehmigung dort für eine öffentliche Veranstaltung haben. Wir sind auf die Leute zugegangen, haben die Hände gereicht, haben gesagt, komm, lasst uns mal reden, das ist doch alles nicht so, wie ihr gehört habt. Ja? Und dann kommen dann irgendwelche Brüder und fallen einem noch in den Rücken. Und das ist das, was mich viel trauriger macht als irgendwelche Kuffar, die einem das Messer in den Rücken stechen. Die einen öffentlich bekämpfen. Wenn Brüder einen hintenrum, ohne etwas zu wissen, in den Rücken fallen. Liebe Geschwister im Islam, möge Allah uns beschützen, möge Allah uns zusammenhalten lassen. Subhanakallahumma, wir haben die Bescheid, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.